Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir oder Vlog von mir. Ich sitze gerade im Auto, wie ihr unschwer erkennen könnt, und ich bin auf dem Weg zu einem Einkaufscenter. Da haben wir nämlich bei der Babyparty einen Gutschein bekommen für dieses Einkaufscenter, und das wollten wir natürlich nutzen, beziehungsweise wollen wir den natürlich ausgeben. Und ja, deswegen fahre ich jetzt zu dem Center. Das dauert etwas länger, die Fahrt leider. Genau, eine Stunde fahren wir. Aber ich denke, ja, das lohnt sich. Beziehungsweise führt ja keinen Weg daran vorbei, sozusagen. So denke ich mir das immer. Ja, ich mag zwar Autofahren nicht so gerne, ist oft ziemlich langweilig, aber wie gesagt, führt keinen Weg dran vorbei. So, ich bin jetzt unterwegs, bin auch schon ein Stückchen unterwegs, also es sind nur noch, ja, 50 Minuten. Aber ja, wir sehen das mal nicht so schlecht. Wir wollen nämlich die letzten Babysachen kaufen, die wir bei der Babyparty jetzt nicht geschenkt bekommen haben. Ich habe ja bei der Babyparty so eine Liste gemacht mit Sachen, die uns noch fehlten. Und ja, da wollte ich jetzt einfach einige Sachen kaufen oder die Sachen kaufen, die eben nicht geschenkt wurden. Und da ist auf jeden Fall noch einiges zusammengekommen. Und ich dachte mir, ich nutze den Gutschein bei Rossmann. Denn in diesem Einkaufszentrum ist Rossmann vertreten. Und da werden wir dann die letzten Pflegeprodukte kaufen. Und wir brauchen noch Schnuller. Genau, dass wir da einfach paar haben oder die Sachen eben haben. Und dann wollte ich noch zu Babyborn nach Hamburg. Da muss ich auch noch ein Stückchen hinfahren, aber machen wir. Weil ich dann ja sowieso schon in der Nähe bin, dann lohnt es nicht, wenn ich dann nach Lübeck fahre. Dementsprechend fahre ich dann jetzt nach Hamburg. Und ja, dann haben wir auch eigentlich alles. Wir brauchen nichts mehr für die Babymaus. Dann kann sie kommen, hat meine Schwester gestern auch schon gesagt. Babymaus kann kommen. Und genau, ich habe jetzt leider meinen Einkaufszettel vergessen, aber ich habe den zum Glück auf dem Handy. Ich habe die Liste nämlich meiner Schwester geschickt, und ja, da habe ich jetzt eben dann das auf dem Handy. Ganz praktisch, damit ich bloß nur das kaufe, was ich auch wirklich brauche und nichts vergesse. Nicht, dass ich nochmal los muss, weil Einkaufen im Moment ist ziemlich anstrengend in der Schwangerschaft. Also ich kriege ziemlich schnell Kreislaufprobleme. Dann kann ich ja natürlich auch nicht so viel tragen, also leichte Taschen werden da schon echt schwierig. Und ja, ich gehe sehr ungern alleine im Moment einkaufen. Ja, ich bin jetzt also auf dem Weg. Ich dachte, ich nehme euch so ein bisschen mit. So die letzten Besorgungen für die Babymaus. Und dann, ja, hoffe ich, euch gefällt der kleine Vlog. Gleich nochmal gucken, ob die Tankstelle hier günstig ist. Es gibt eine Tankstelle, da tanken wir immer. Auch wenn die so weit weg von zu Hause ist, aber da ist es immer günstig. Mal gucken, wie viel das gleich kostet. Ich schätze mal so 1,28 Benzin, was aber noch zu viel ist für mich. Tanke ich lieber auf dem Rückweg, dann ist es nämlich abends ist es noch günstiger. Aber mal schauen. Ja, es ist auch relativ spät schon, wir haben es nämlich schon gleich 5. Und es war eigentlich gar nicht geplant, dass ich so spät losfahre. Aber führt ja keinen Weg dran vorbei. Ich musste nämlich noch auf die Hunde aufpassen und so. Und musste deswegen warten, bis meine Mutter von der Arbeit gekommen ist. Genau, so. Jetzt werde ich mich aber erstmal aufs Fahren konzentrieren. Euch wünsche ich einen ganz, ganz tollen Vlog hier. Ne? Viel Spaß damit. Und dann schauen wir mal, was wir so finden.
meine Lieben, ich bin gerade bei McDonald's. Fahre jetzt schnell den McDrive und hole mir 2 Hamburger, weil ich habe echt Hunger. Und ja, dann bin ich auch gleich zu Hause. Also wirklich gleich zu Hause, ist nicht weit mehr. Und genau, dann zeige ich euch die Ausbeute, was ich alles gefunden habe. Ich habe am meisten für Felix gekauft. Aber ich zeige euch das gleich alles. Genau, zu Hause dann. Jetzt hole ich mir aber erstmal 2 Hamburger. Richtig ungesund, aber was auf dem Weg liegt, liegt auf dem Weg. So, also, was haben wir gekauft? Das habe ich alles hier in der Badewanne drin, denn die haben wir auch gekauft. Wir haben eine Badewanne gekauft. Die ist von Baby One, beziehungsweise von Nip. Das war die günstigste, glaube ich, 10 Euro und so, oder so. Und das war mir auch egal. Die Qualität muss da nicht so gut sein und da wollte ich auch überhaupt nicht so viel Geld ausgeben. Genau, dann habe ich gekauft bei Rossmann einmal Wattepads. Die brauchte ich. Reinigungstücher brauchte ich. Und so eine Probe als Abschmink. Abschmink irgendwas. Dann habe ich bei Rewe noch was gekauft. Und zwar einmal diese Salamis. Und Orangensaft und so. Genau, dann habe ich gekauft Molton-Tücher, die brauchten wir noch. Die haben 10 Euro gekostet, sind 3 Stück. In weiß einfach, die Motive haben mir einfach nicht so gut gefallen, dementsprechend einfach in weiß. Dann habe ich mir gekauft 2 Still-BHs bei H&M. Eine Mammflasche, das ist die große. In rosa, 0 Monate, genau. Eine große, eine kleine haben wir, nicht 2 kleine haben wir noch und ich glaube, das reicht dann einfach. Dann habe ich noch für die kleinen, die ich habe, bereits einmal neue Nuckel gekauft, 2 Stück in Größe 0. Dann einmal Schnuller, 0 bis 2 Monate, die ganz kleinen, die haben wir auch noch gar nicht. Und da gab es einmal diese beiden Motive hier. Dann war ich bei Zara und da ist ja im Moment ein Mega-Sale. Da habe ich einmal diese Hose hier mitgenommen. Angeblich eine 74, aber das ist sie niemals. Das ist eher so eine 68 vielleicht. Aber Zara fällt ja immer kleiner aus. Die war reduziert auf 4 Euro und die finde ich total cool. Und ich habe so eine ähnliche und das ist, glaube ich, ganz cool, wenn wir da so Partnerlog laufen. Genau, dann habe ich diese Hose hier bei Mami-Kreise gesehen und wollte die deswegen unbedingt haben. So eine Leggings. Die ist eigentlich in 68, aber auch die fällt einfach viel, viel kleiner aus. Für 6 Euro. Und diesen Pullover hier fand ich auch ganz süß. Angeblich eine 80. Ich schätze mal so auf 68 oder so. Super mini mit so einem flauschigen Hasen. Auch der war deutlich reduziert und kam deswegen auch mit. Und dann habe ich mich nicht für Weleda Pflegeprodukte entschieden, weil mir die einfach viel zu teuer sind. Sondern es kam das hier mit. Einmal eine Wundschutzcreme Ultrasensitiv von Penaten. Einmal das Pflegeöl Ultrasensitiv. Und dann eine Babycreme von Altera. Kenne ich noch gar nicht, aber die ist mit Bio-Calendula und Bio-Kamille. Also kam mir ganz gut vor und riecht sehr gut. Und eine Wind- und Wettercreme auch von Pinaten. Ich denke, das reicht. Wir werden viel mit Kokosöl arbeiten und dementsprechend haben wir da, glaube ich, nicht so die Schwierigkeiten. Aber das kam jetzt für die Babymaus mit, beziehungsweise gestern noch mit. Felix hat auch noch ein paar Sachen bekommen. Das meiste hat Felix eigentlich bekommen. Aber ja, jetzt haben wir eigentlich alles. Ich werde jetzt nochmal ein paar Schnuller kaufen und eine Flasche. Und dann, glaube ich, haben wir alles außer ein Fußzeug für unseren Kinderwagen. Ja, und dann würde ich auch das Video beenden und ich hoffe, euch hat es gefallen. Puh, ich bin schon wieder so kurzatmig. Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!